اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Mein heutiger Vortrag geht um die Charakterbildung im Islam mit dem Wissen der vier Temperamente. Ihr habt sicherlich schon von den vier Temperamenten gehört. Ich hatte diesen Vortrag schon lange angekündigt und möchte jetzt damit beginnen, euch die Humoralpathologie vorzustellen. Es gibt ein Hadith, das besagt, Mohammed sallallahu alaihi wasallam machte Dua mit den Worten: O Allah, bitte verschönere meinen Charakter. Und die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam fragten ihn: Du, O Mohammed? Er sagte: Ja, warum soll ich denn kein dankbarer Diener sein? Was fällt uns dazu ein, liebe Schwestern im Islam? Der Mensch mit dem besten Charakter, so wie er im Koran beschrieben wird, macht Dua, damit Allah seinen Charakter verschönert. Was machst du, liebe Schwester? Welches Dua machst du? Wir sollten das alle tun, oder? Und auch gleich Dua machen für unsere Lieben. Was haben nun die vier Temperamente mit einem guten Charakter zu tun? Viel, meine ich. Denn seinen Charakter bilden kann man am besten, wenn man sich selbst am besten kennt. Und es gibt für mich nichts Einfacheres als dies über das Erlernen und das Erkennen und Verstehen der vier Temperamente. Der Temperamentenlehre des Hippokrates, der sich das damals ausgedacht hat. Er lebte von 460 bis 375 vor Christus. Lange her, und dieser Mann hat viel geleistet. Sein Wissen ist in das islamische Heilwissen eingegangen. Und selbst Mohammed sallallahu alaihi wasallam sprach über diese vier Temperamente, Alhamdulillah. Lasst uns kurz die Zeit zurückdrehen in das Jahr 400 vor Christus, in die Zeit, in der der größte Arzt der Menschheit lebte, Hippokrates von Kos. Hippokrates ist der Begründer der Humoralpathologie oder auch Temperamentenlehre oder auch die Vier-Säfte-Lehre genannt. Er fand heraus, dass die vier verschiedenen Säfte in jedem menschlichen Körper existieren. Die vier Säfte sind Blut, gelbe Galle, schwarze Galle und Schleim. Hippokrates glaubte, dass der Überschuss des Saftes im menschlichen Körper die Konstitution der Person bestimmt, genannt das Temperament. Das bedeutet, dass jede Person eine dominierende Flüssigkeit im Körper aufweist. Das war auch der Faktor, der den Persönlichkeitstypen bestimmt hat. Die Säfte oder Flüssigkeiten genannt sind gleichzeitig verbunden mit den vier Elementen, welche sind Luft, Feuer, Erde und Wasser. Die Humore oder Säfte genannt sind auch verbunden mit den vier Jahreszeiten, dem Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Jetzt wollen wir herausfinden, wie alle Säfte miteinander verbunden sind, mit den Elementen, den Jahreszeiten und den Flüssigkeiten. Zuerst kommt der populäre Sanguiniker, der verbunden ist mit dem Saft des Blutes, dem Element der Luft und der Jahreszeit des Frühlings. Nun kommt der powervolle Choleriker, der verbunden ist mit der Flüssigkeit gelbe Galle, dem Element Feuer und der Jahreszeit des Sommers. Dann gibt es den perfekten Melancholiker, der verbunden ist mit der Flüssigkeit schwarze Galle, dem Element Erde und der Jahreszeit Herbst. Als letztes der friedvolle Phlegmatiker, der verbunden ist mit der Flüssigkeit Schleim und dem Element Wasser und der Jahreszeit Winter.
Nun nehmen wir uns die Zeit, uns die individuelle Charakteristik anzuschauen, die jedem Temperament zu eigen ist. Wenn wir uns nun die vier Temperamente als eine Familie vorstellen, so würden wir sagen, der Sanguiniker ist wie ein Kind. Naiv in seiner Natur, sozial, spaßorientiert und extrovertiert. Man würde meinen, der Sanguiniker sei kindlich, weil er ein wenig kindlich agiert, unschuldig in seiner Natur ist, treuherzig, liebend und extrovertiert. Und Sanguiniker sprechen sehr gerne und manchmal viel. Sie fühlen sich sehr komfortabel in der Umgebung mit Menschen. Und der Sanguiniker wird auch oft dargestellt als der Junge, der nie erwachsen werden möchte. Der Sanguiniker ist dazu fähig, die Menschen um sich herum mit Freude zu erfüllen. Er kann also Spaß produzieren in seiner Umgebung und kann die Menschen in seiner Umgebung dazu ermutigen, ihr Leben mehr zu genießen. Die Sanguiniker können sehr gut Geschichten erzählen, was sie auch begeistert tun. Und dazu brauchen sie natürlich immer ein sehr gutes Publikum. Sie mögen es, in der Öffentlichkeit zu stehen. Und das kommt manchmal so rüber, als seien sie sehr auf sich selbst bezogen. Dieses egozentrische Verhalten ist eines ihrer größten Schwächen. Deshalb, weil sie so sehr viel Aufmerksamkeit suchen und damit auch andere Menschen um sich herum vergessen. Sie sind zwar nicht kalt im Herzen, aber denken oft ausschließlich an sich selbst, statt an das große Bild zu betrachten, in dem sie sich befinden. Sie konzentrieren sich also meist auf ihre eigenen Interessen. Sie sind sehr impulsiv, tun Dinge sofort, ohne viel nachzudenken, bedeutet handeln, ohne zu denken, und tun Menschen oft weh, dadurch, dass sie so impulsiv agieren, ohne dass es ihnen eigentlich bewusst ist. Die größte Stärke des Sanguinikers ist ihr Optimismus. Sie haben eine unbegrenzte Leidenschaft zum Leben und leben ihr Leben to the fullest, ohne Grenzen. Sie sind immer enthusiastisch und sehr energiereich und halt ein Temperamentbündel. Sie stecken voller Lebensenergie und sie wirken ansteckend auf andere Menschen mit ihrer Lebensfreude. Sanguiniker sind nicht nur gut darin, Menschen aufzubauen, sie genießen es sogar. Der Grund, warum sich die Menschen so wohl in der Nähe des Sanguinikers fühlen, ist, dass der Sanguiniker eine sehr optimistische Lebenseinstellung hat. Sie gelten als sehr selbstbewusste Persönlichkeiten und sind sehr warmherzig. Sie lieben es, ein vielfältiges und buntes Leben zu haben. Aber was sie abstößt, ist das Monotone, das wenig Abwechslung bietet. Sie hassen Routine. Sie können nicht lange bei einer Sache bleiben, obwohl es ihnen am Anfang sehr viel Spaß macht und sie sehr enthusiastisch sind über Dinge, die sie beginnen oder tun wollen. Aber das hält leider nicht lange, das dauert nicht lange an, weil sie sich sehr schnell ablenken lassen oder ganz und gar das Interesse verlieren. Sie können auch oft sehr unruhig werden, wenn eine Sache zu viel Zeit in Anspruch nimmt, und sie sind sehr vergesslich. Diese Eigenschaften machen den Sanguiniker für manche Menschen ein bisschen vertrauensunwürdig, unzuverlässig und irritierend. Wie am Anfang gesagt, können Sanguiniker sehr kindisch sein, naiv und wollen nie erwachsen werden. Das ist wahrscheinlich eines ihrer größten Schwächen. Sie wissen nicht, wann der Spaß aufhört und wann der Ernst beginnt. Sie haben keine Ziele oder Pläne, sind schlecht organisiert und undiszipliniert und unbeständig. Manchmal wollen sie etwas haben, was sie nicht verdient haben, und tendieren dazu, sich aufzuspielen. Sie sind sehr emotional, können sich sehr leicht ärgern und drücken ihre Gefühle, ohne sich zurückzuhalten, aus. Sie hegen eigentlich keinen Groll in sich und tendieren schnell dazu, weiterzugehen.
Das bedeutet, dass sie eher vergebend sind und schnell vergessen können. Wenn sozusagen ein Streit am Morgen war, dann kannst du damit rechnen, dass der Sanguiniker am Abend davon nichts mehr weiß. Er kann schnell vergeben und er hofft auch, dass andere ihm schnell vergeben. Ihre Unreife allerdings ist ihr Hauptproblem. Dies hält sie davon ab, im Leben voranzukommen. Allerdings haben sie sehr kreative Ideen, was zu tun ist, aber leider erreichen sie oft nicht viel, weil sie sehr willensschwach sind. Zusammenfassend zu sagen, dass die Stärke des Sanguinikers umfasst, eine optimistische Leidenschaft fürs Leben, eine lebhafte und schwungvolle Persönlichkeit, die Fähigkeit, sozial zu interagieren und Spaß zu haben, die Fähigkeit, Menschen zu unterhalten und aufzuheitern. Er ist sehr kreativ und voller Ideen. Auf der anderen Seite gibt es einige Bereiche, die verbessert werden können. Dazu gehören die Ich-Bezogenheit, Unreife und Kindlichkeit, Mangel an Verantwortungsbewusstsein, Mangel an Fokus. Das war die Vorstellung des Sanguinikers heute und ich möchte bei meinem nächsten Vortrag mit dem Choleriker weitermachen. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn meine lieben Zuschauer, die heute dabei waren oder Zuhörer, auch beim nächsten Mal dabei sind, wenn ich in einigen Tagen den Choleriker vorstellen werde. Ich freue mich auf euch und bis bald, eure Karina. Salam alaikum. أسمو وأجتاز السماء جلال